Jungs und Mädchen. Boah. Ja. Scharf. Nein, noch nein, nicht, wenn ich scharfe zeige. Eine. Super. Ja, Freunde, soweit das Auge reicht. Was ihr hier alles sehen könnt, ist wieder mal wie eindeutig wie immer aus Cut. Hallo Freunde, ihr habt eine Handycam und habt das Problem, dass der Wind geht. Scheiße. So Freunde, das war's von der Tour aus Stückelei. So Freunde, die Tour ist wieder vorbei. Servus die Mauern, pfiat euch die Buben. Die wird heißer, Arschloch, erst. Ja, einfach scheiße. Oh, den abgestorbenen Baum werde ich mir ein bisschen auskrallen. Vergiss es. Aus. Schnittkart. Plätzchen gesucht. In der Botanik, in der Natur und möchte hier die Challenge zu Ende bringen und die Gewinner ermitteln. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die mitgemacht haben. Das waren immerhin 73 heute, halt, ne? Naja. Cut, Schnitt. Verlinke ich euch hier oben den Kanal vom Jens, vom Kanal der Jens unterwegs. Schnittkart aus. So, die vierte, ich hoffe, es stimmt. Schnitt. Machen wir nochmal aus. Ich werde das Vögelchen anhand der Füße jetzt mal simulieren. Also, es kommt angeflogen, hier liegt ein Köder, setzt sich hier hin. Und das war nichts. Der Vogel setzt sich hier drauf und die Schnur ist leider gerissen. Na, vergessen. Wirklich, also perfekt würde ich sagen. Ist noch Cut. Ich erzähle gleich am Anfang an dieser Stelle, ich habe dieses Messer
von Lasse aus dem Kanal Waldläufer Shop aus. Hallo Freunde, ja, ich Schnittkarte. Jetzt Servus dem Haul und er fährt jetzt heim. Fährst du heim oder soll ich fahren? Schulungswechsel. Wenn wir lieber wenn du fahren lässt, mir tut ein bisschen der Fuß weh. Ja, okay, was soll's. Dann fahr halt eh wieder. Gut. Hast du einen Autoschlüssel? Ja, einen Autoschlüssel habe ich, den gebe ich dir beim Auto. Ja, danke nochmal, dass du fährst. Ja, passt schon. Steig einfach ein. Okay, dann fahren wir. Könntest du heimfahren? Ja, wenn es sein muss, fahre halt ich heim. Ja, ich bin eigentlich schon müde. Ich mag gar nicht mehr fahren heute. Ja, passt. Hast du einen Autoschlüssel? Ja, einen Autoschlüssel habe ich. Den gebe ich dir beim Auto. Ja, danke nochmal, dass du fährst. Ja, passt schon. Steig einfach ein. Okay, dann fahren wir.